Hallo, liebe Schätzchen, Jäger und Briefmarkensammler. Hier ist Edmund von der Briefmarkenfarm und dabei heute ist der Christopher, Hallo. der die Kamera führt. Wir haben heute für euch Schweiz Fotoalben und zwar vier Stück Fotoalben der Schweiz 1970 etwa bis 1900. 97 oder 98. Und die Alben sind gemischt. Am Anfang haben wir diese Taschen, die sind nicht so gut erhalten, die sind schon ein bisschen wellig geworden. Die Briefmarken da drin sind aber einwandfrei. Das ist jetzt von 1970, 79. Ja, die Albenblätter am Anfang muss man dann vielleicht nochmal ersetzen. Da hinten werden sie auch wunderschön. Ja, ich muss jetzt etwas schneller durchgehen. Wie gesagt, Details dazu stehen natürlich dann nochmal in der Beschreibung drin. Wir haben hier also eine Schweiz-Sammlung gestempelt im Vordruck. Ziemlich komplett mit Safe-Albenblättern am Anfang mit Taschen. Später dann mit einem anderen System, das er noch besser erhalten ist. Ich werde mal kurz so durch. Da haben wir das erste Album. Dann haben wir noch ein Einlegeblatt, das hier lose drin ist. Ja, gestempelte Sammlung. Die gelaufen ist oder einen Erstdruckstempel hat, habe ich jetzt gar nicht geschaut. Blöcke, kleinen Bogen. Soweit ich sehe, ist es gestempelt über diese Jahrgänge komplett. Dann haben wir das zweite Album. Ja, das fängt da an, wo das erster aufhört und endet 1997, ist dann vorher auch weitgehend komplett. Da haben wir ein paar Lücken in den einzelnen Sätzen nicht drin, aber wie ihr seht, ein paar Belege drin, die lasse ich dann so drin liegen. Eigentlich wunderschön. So, und als Zugabe, das war jetzt die gestempelte Sammlung und dann haben wir das gleiche nochmal, die gleichen Vordruckalben. Diesmal allerdings leer oder weitgehend leer. Schauen wir mal, also ich habe Marken gesehen, aber vermutlich hat der Sammler da die gleiche Sammlung nochmal kostfrisch aufbauen wollen, weil ich glaube, in dem Album ist es gar nicht. Wir nennen wir haben hier Nummer 4. Genau, hier am Anfang hat er vermutlich dann angefangen zu stecken. Da finden sich dann ein paar wenige Marken. Also, wenn jemand nach Vordruckalben sucht für Schweiz, bekommt er hier vier wunderbare Vordruckalben und die Jahrgänge der Schweiz gestempelt weitgehend komplett. Wert, naja, ich habe die üblichen Händlerpreise für die Jahrgänge angeschaut und die liegen bei die Händlerpreise bei über 250 Euro. Also Michelwert dann wesentlich höher.
Ja, ich denke, wir werden es irgendwo bei etwa der Hälfte des üblichen Händlerpreises anbieten können. Die Alben überhaupt nicht gerechnet. Und wie gesagt, es sind vier sehr gut erhaltene mit einzelnen. Die Alben sind super erhalten, einzelne Vortrittblätter haben ein paar Alterserscheinungen. Aber das ist doch ein wunderschönes Bild hier. Ja, vier Alben. Ja, stellen wir so bei eBay ein. Wenn es euch interessiert, würde es mich freuen, wenn ich euch dann die Alben wieder zuschicken darf. Vielen Dank. Tschüss.